Moin ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und habe euch letztes Mal voll arschlochmäßig direkt an dieser Stelle hier zurückgelassen. Wir sind immer noch bei Okamo und gerade beim letzten Rest des Endgegnerkampfes gegen Orochi, den achtköpfigen Lindwurm. Und ihr seht, Susanoo hat so irgendwie die Faxen dicke und wird ihm jetzt mal seine Klinge der Wahrheit entgegendrücken. Und ich würde sagen, wir machen dann auch direkt weiter. Das! Wupp! Wir müssen natürlich ein bisschen mithelfen. Gute! Wird! Dem! Bösen! Niemals! Unter! Ah, das ist scheiße, wa? Verdammt! Bände es, Amy! Nein, Bello. Dieses Mal werde ich das alleine machen. Jetzt das Stärkste in den Susanoo-Stil-Kampfkünsten. Göttlicher Spalter. Oh, klingt nice. Er ist tatsächlich auch ganz alleine gemacht. Liebste Kushi, genau wie du dein Leben dem Sakebraun verschrieben hast, so ist das Schwert alles, was ich kenne. Ich habe versagt. Ich habe die schreckliche Bestie auf die Welt losgelassen. Ich habe dem Bösen erlaubt, mein Urteil zu trüben. Oh, Kaffee trinken und reden ist schwer. Wer bin ich, dass ich das Recht beanspruche, ein Schwert zu führen? Ach, es gibt für mich keinen Grund zu leben. Oh, Susanoo, warum blickst du so finster drein? Komm schon, lache, so wie du es normalerweise machst. So wie du jetzt gerade aussiehst, das macht die Monster nur stärker. Komm schon, lach doch bitte. Lach, wie du es tust, wenn du mir wie jedes Jahr bei der Reisernte hilfst. Ja, da freut er sich. Ach, wunderbar. Dick das Schwert hier. Ich glaube, das ist das erste seiner Art, das wir erhalten haben, ne? Erhalten göttliches Instrument. Tsumugari. Neige und halte die Wii-Fernbedienung nach oben für Sturmangriffe mit Orochis Schwert. Ach, tschüss, ne? Das war's dann wohl. Und so kam es, dass 100 Jahre nach seiner ersten Niederlage der schreckliche Orochi dem Angriff Amaterasus und Susanoos unterlag. Als der faulige Atem den verfluchten Körper von Orochi verlassen hatte, war der Fluch aufgehoben. Und ein mächtiges Schwert, bekannt als Tsumugari, erschien. Es war die Wiedergeburt von Tsukuyomi, welches von Orochi verschlungen gewesen war. Mit dieser neuen Klinge ausgestattet, bereitete sich Amaterasu auf neue Abenteuer vor. In diesem Moment verließ eine mysteriöse Kraft den Leichnam von Orochi, teilte sich und flog in alle Himmelsrichtungen davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste niemand, was das für eine Kraft war. Die Wahrheit war, dass nun die wahre Katastrophe über die Welt hereinbrach. Kurze Trivia noch von mir. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich gedacht, nach dem Endgegnerkampf, jetzt ist es zu Ende. Ne? War ja eigentlich perfekt. Du hast ein paar Tempel gemacht, du hast Waffen gedingst, du hast dich geupgradet und du hast den bösen Orochi wieder verbannt. Aber falsch gedacht, meine Freunde. Das verdammte, verfickte Fick-Game geht jetzt erst richtig los. Es wird noch unglaublich, was da alles kommt. Deswegen nur so kleinen Schwuppner nebenbei, wer auch immer glaubte, dass das jetzt gleich zu Ende ist. Oh nein. Oh verdammt nochmal nein. Aber gut, zurück. Aber für den Moment genoss Kamiki eine neue Ära des Friedens. Unsere Geschichte jedoch ist noch lange nicht zu Ende, sag ich doch. Eigentlich hat sie gerade erst begonnen. Oh Mann, das Spiel ist immerhin so ehrlich. Der Spaß hat gerade erst angefangen, Amy. Ich meine,
Wir können doch ein so großartiges Abenteuer nicht einfach so enden lassen. Und jetzt lass dein berühmtes Siegesgeheul erschallen. Wir dürfen wieder. Verdient, will ich mal meinen. Schaden waren wir nicht ganz so gut. Aber man muss auch Opfer bringen, ne? Das waren diese Gubbelviecher. Endlich. Endlich ist die Zeit gekommen. Die unzertrennbaren Bande zwischen Himmel und Erde. Vaka, die Situation ist sehr dringend geworden. Du musst sofort zur Stadt zurückkommen. Alright. Amaterasu, du magst Orochi für dieses Mal besiegt haben. Aber glaube nicht, dass das nächste Mal wieder so einfach wird. Okay, what the fuck? Wir werden es noch rausfinden. Oh, guck dir diesen sternklaren Himmel an. Ich weiß, dass sie irgendwo da oben sind, meine pelzige Freundin. Diese Konstellationen der Pinselgötter warten nur darauf, gefunden zu werden. Jetzt kann doch gefeiert werden hier. Oh, das muss ein Knaller von Tama sein. Ich frage mich, ob die Dorfbewohner bereits wissen, dass Orochi tot ist. Ah, ich weiß. Das muss das Fest sein. Sie haben gerade mit dem jährlichen Kamiki-Festival angefangen. Ach, genau. Zeit zum Feiern, Fellknäuel. Zurück ins Dorf, schnell! Ja, lass uns auch mal ein bisschen feiern. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, wir haben ja gerade was Gutes gerissen. Ich denke, wir können ja doch getrost mal safen, doch ja. Lass uns das mal tun. Du, 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 du. Oh, jetzt sind wir auch direkt instant ins Dorf geportet worden. Quatschen wir erstmal. Ah, ich fühle es, ich spüre es. Das uralte Monster verschwindet mit einem letzten Schrei. Dieser Mann Susano hat eine unbändige und mächtige Kraft in sich. Ich spüre eine neue Kraft in Susano. Könnte das vielleicht Liebe sein? Oh, er will noch mehr reden. Du bist neugierig wegen Susanos Liebesglück. Nun, er sollte wieder zurück sein im Dorf, aber ich kann ihn nirgendwo spüren. Vielleicht spricht er mit seiner Auserwählten an einem geheimen Ort. Du darfst deine Nase nicht zu sehr in seine Angelegenheiten stecken, mein Freund. Ja, wir sind doch die Diskretion in Person. Mach dir mal keinen Kopf. Oh, nicht zurückflippen, Amy. So, wollen wir mal weiter hier mit den Dorfbewohnern quatschen. Die sehen alle glücklich aus hier. Joa, ordentlich einen am Wegbechern hier, wa? Namenloser, hey Freund, wo bist du gewesen? Hast du von Susano und dem Monster gehört? Schon komisch. Eigentlich hat er immer versucht, Ärger zu vermeiden. Trinken wir auf ihn, der mutigen Krieger. Oh, sauf mal ein, ne? Oh, du siehst ja ganz zufrieden aus, Wolf. Hast wohl gerade ein paar Monster aus deinem Territorium vertrieben, was? Weißt du, das Fest ist eine Gelegenheit, um unseren heiligen Baum Konoha zu ehren. Vielleicht sind die Götter zufrieden mit uns und haben dir ihre Stärke verliehen. Ja, Mr. Bambus ist auch da. Ach, geht's dir gut, Wolf? Dank dir läuft das Geschäft jetzt gut. Ich genieße einen kleinen Festtrunk. Wenn ich so den Mond betrachte, das erinnert mich an Kaguya. Weißt du irgendwas von ihm, Wölfchen? Weißt du irgendwas über Kaguya? Woher denn? Ah, das habe ich auch nicht gedacht. Ich wäre ganz schön überrascht gewesen, wenn du was gewusst hättest. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Nalu? Mushi. Es ist der neue König im Löchergraben. Schneeflocke? Hayabusa wird für immer mein bester Freund sein. Schließlich hat er mir das Leben gerettet. Wir werden Rettiche ausgraben, wie niemals zuvor. Oh, mach das, wo ist der andere? Ist doch gerade noch einer lang gerannt. Bewegt doch nicht so viel. Edgy Badge. Du kannst mich nicht fangen. Mushi ist wieder ganz aufgekratzt wegen dem Rekord im Löchergraben. Sogar Ume kann sich im Löchergraben nicht mit Hayabusa messen. Nun, ich schätze, ich muss mich meinen eigenen Herausforderungen stellen. Oh, warte, er redet noch mehr.
das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich mit Mushi spiele. Verstehst du? Ich muss mich neuen Herausforderungen stellen. Ich möchte die Welt sehen und ein richtiger Mann werden. Genau wie Susano. Aber ich werde niemals die Zeit vergessen, die wir beim Fischen verbracht haben, Hündchen. Na, das ist nett. Und? Bei euch alles gut? Du hast Orochi besiegt und das Dorf gerettet. Tut mir leid, dass ich durch andere Verpflichtungen gebunden war und nicht helfen konnte. Ach, entspann dich. Ein Hund muss uns einmal tun, was... ein Hund tun muss, stimmt's? Mhm, ich sehe schon, was hier passiert. Ich wusste, dass du das warst, der den fürchterlichen Orochi besiegt hat. Das war eine ganz schöne Heldentat. Ach, komm schon. Wir hatten auch eine Menge Hilfe von Susano, weißt du? So, gut, hier ist niemand mehr. Wo ist denn die Frau hier? Ah, guck mal, hier seht ihr wieder Nacht, ne? Und nachts kann man sehen, wo was vergraben ist. So, was gibt's denn hier? Libellenperlen, ich sag mal Liebesperlen, das ist nicht gut. So, dann mal nach oben und ich habe so eine Ahnung, wo sich Susano wohl aufhält. Aber naja, dazu gleich mehr. Was ist hier los? Oh, noch was. Zum Buddeln. So. Reiseglücksbringer. Dann einmal hier entlang. Schauen wir uns da auch nochmal um. Da sind bestimmt auch noch ein paar Leute rum hier. Der Mr. Bambus fehlt noch. Und seine Frau. Oh, nicht ertrinken, irgendwie. Und schon wieder unfreiwillig ein Bad genommen. Aha, ich wusste doch, ihr seid hier irgendwo. Mushis Mama, Feuerwerk! Putz! Yeah, eine Pfote. Eine Rübe. Rettiche. Das ist ein großes Feuerwerk, wirklich großartig. Und dieses Jahr ist es hübscher als jemals zuvor. Oh. Hm. Und Mr. Mandarin. Oh, wie wunderbar, ein wahrhaft erfreulicher Anlass. Susanne besiegte Orochi und rettete Kushi. Es war, als ob die Legende aus der alten Zeit direkt vor unseren Augen erschien. Ich hatte gefürchtet, Susanne würde seinen heldenhaften Abstammung Schande machen. Aber als ich sah, wie er in seiner Rüstung aus der Tür rannte, um Kushi zu retten, da war er glänzend Abbild des großen Nagi. Oh, wie froh ich war, ihn so zu sehen. Natürlich habe ich Nagi nie selber in Fleisch und Blut erblickt, aber sag, wo ist dieser Susano jetzt hin? Ich wollte für Konoha tanzen, anstatt wie üblich den 8 Purifikationstage zu opfern. Jedenfalls ist alles seine Schuld. Er hatte den Sake leichtfertig verschwendet. Also kann man das auch nennen. Ich bin so froh, dass der Tanz meines Mannes dieses Jahr wieder so großartig war. Jetzt kann der Geist von Konoha, unserem heiligen Baum, zusammen mit dem Geist von Orochi in Frieden ruhen. Ja, so soll das sein, ne? So können wir nach unten abkürzen. Na komm, ich will abkürzen. Komm schon, lass mich abkürzen. Ich will abkürzen. Oh, das ist ein Truhen. Habt ihr das gesehen? Da waren Truhen. Die müssen wir uns auch nochmal ergattern. Erinnert euch nächstes Mal dran. Jetzt gehen wir erstmal weiter, damit wir das Fest hier auch noch im heutigen Part abschließen. Und du hast Spaß hier beim Feuerwerk machen. Hey, hast du das Fest gerochen und dachtest dir, kommst du mal vorbei, wa? Du, was denkst du, gefällt dir mein neuestes Kunstwerk? Aber nichts ist besser, als es aus der Nähe zu betrachten, aber auch nicht von zu nah. Mach dich über etwas Überwältigendes gefasst. Hier, bitteschön. Die hellsten leuchtende Konstellation am Himmel. Das sagenumwobene Doppelspektakel. Ich bin gespannt. Bombs. Oh, Amy und Isun. Haha, super. Hier, bitte, beeindrucken nicht. Ja, schon ziemlich awesome. Große Mutter Amaterasu Okami, mich erfüllt unbändige Freude über deine sichere Rückkehr. Es scheint, als sei das letzte Kapitel über Orochi geschrieben worden. Das ganze Dorf steht tief in deiner Schuld. Bitte akzeptiere ihren Dank und jetzt noch dazu den wunderbaren Abend. Sogar ich fühle mich ein wenig beschwipst vom Geist des Festes. Ja, das freut mich. Ich muss erstmal hier unsere ganzen Belohnungen abschneiden. Wir waren ja schon ein bisschen länger nicht mehr hier. Erhalten Kristall. So, was haben wir noch? Hier gibt es nochmal zwei. Warte. Ups.
Noch ein goldener Pfirsich, aber haben wir jetzt ja schon einige von. Und ein Bullenhorn. So, dann wollen wir mal hier hineingehen. Und mal schauen, ob wir nicht vielleicht die beiden hier drin finden. Ihr erinnert euch noch an diesen Raum? Das war das Anfangstutorial. Oh, da haben wir uns mal ganz elegant sogar über den Zaun rüber gedasht. Das war cool. So. Dann mal wieder über den glitzernden Glitzerfluss. Den ich so mit liebender Inbrunst gezeichnet habe damals. Das ist auch schon wieder ein bisschen her. So. Dann noch durch das Türchen. Und weiter geht's. Es gibt ja wohl auch kaum einen besseren Ort, sich als frisches Liebespärchen zu verstecken, als hier hinten drin, wo kaum einer rein kann, weil sie den Eingang nicht sehen können. So. Am Wasserfall vorbei. Und hinauf. Na, wen haben wir denn da? Oh, ist das niedlich. Sogar mit Herzchen. Oh, du bist es schon wieder. Ich sehe, du hast mich schon wieder aufgespürt, du kleiner Köter. Nun, ich schätze, ich sollte dir danken. Ich mag der beste Schwertkämpfer aller Zeiten und ein Nachfahre Nagis sein, aber diese große Tat wäre nicht ohne einen Anhänger möglich gewesen. Wann bist du sein Anhänger geworden? Ich preise deinen Mut. Lass uns Waffenbrüder sein. Waffenbrüder? Nicht so schamhaft. Lass uns vor Nagis Statue beten. Nun sind wir unzertrennliche Waffenbrüder. Was für ein vielversprechender Tag, nicht wahr, Bruder? Susano und sein treuer Hundebruder. Vielleicht nicht eher deine Schwester? Hey, Alter, das hier ist ein Wolf, kein Hund. Und dieser hat auch sogar einen Namen. Es ist Amaterasu. Ach, kümmere dich gut um meinen Bruder, kleine Laus. Mein gutes Hündchen mag ein seltsames Gesicht haben, aber man darf halt nicht vergessen, dass wir es hier mit einem hochverehrten Gottheit zu tun haben. Was hast du gerade gesagt? Kein Grund, sich zu sorgen. Ich bewahre den Frieden hier im Dorf, Kamiki. Sieh da, Toheboku. Ich benenne es um zu Susano-Blüte. Mit dieser Geisterklinge werde ich das Böse zerstören, wo immer es auch sein mag. Wette, du hättest auch gerne so ein Ding. Ach Kiro, jetzt nochmal kurz vor Schluss auf den Schoß kuscheln. Anstelle deiner göttlichen Instrumente. Also konntest du Amys wahre Form von Anfang an sehen? Aha. Hm, du schon wieder. Bah, kannst du gar nichts ohne mich machen? Hör her, ihr beiden. Ich bin gerade bei dieser wichtigen Sache mit Kushi. Verstehst du den Wink? Und jetzt hau ab! Ja, ja, ja. Jetzt sagt er nur noch das Gleiche. Ja, ja, wir lassen euch ja gleich in Ruhe. Nur noch mal kurz mit Kushi reden. Oh, du bist die Schneeflocke. Und auch Isun. Wie mutig ihr beiden wart. Alle Leute hier im Dorf sind euch so dankbar. Wir können euch gar nicht genug danken dafür, dass ihr uns den Frieden wiedergebracht habt. Ach, komm schon, Süße. Jeder erfüllt seinen Teil in gefährlichen Zeiten wie diesen. Es gibt keinen Grund für uns, überall feiern zu lassen. Nun gut, Isun, danke dir. Nun sag mir, Schneeflocke, bist du wirklich nur ein gewöhnlicher Wolf? Das zerbrochene Wasserrad war plötzlich wieder ganz und Wasser floss in das Fass. Es sind so viele seltsame Sachen passiert, seitdem du herkamst. Und du weißt auch eindeutig, wie man einen guten Kampf liefert. Kampf? Welcher Kampf? Ach, du meinst die kleine Rauferei mit Orochi. Vielleicht bist du so eine Art Gott, der kam, um den Frieden für uns alle zu schützen. Aber ich weiß, du würdest nie wollen, dass die Leute viel aufregen. Ja, ist ja gut. Viel Aufregung darum machen. Deshalb habe ich darauf geachtet, niemand zu viel über dich zu erzählen. Du kannst dich hier in unserem Dorf jederzeit erholen. Komm, Schneeflocke. Das machen wir jetzt noch zu Ende. Oh, hast du bereits genug von dem Fest gesehen, Murmel? Die will halt auch, dass wir weggehen. Komm schnell.
Oh, ich von was Murmel. Mensch, Amy, du raffst es einfach nicht, oder? Ich glaube, sie wollen allein sein. Zwinker, zwinker. Okay, wir hauen ja schon ab. So, wir gehen jetzt gerade noch zurück, das machen wir noch. Zum nächsten Speicherpunkt da hinten. Und beenden dann den Part. Ist eigentlich auch ein genug gutes Ende für diese Aufnahmesession. Endgegner besiegt, Orochi verbannt. Es ist Zeit für neue Abenteuer. Also machen wir es noch gerade schnell auf zum Speicherpunkt. Und dann passt das. Oh, Kero, jetzt schnurrst du sogar. Da. Blöd, dass ich nur gleich wieder aufstehen muss, ne? Ja. Kero grüßt euch auch mal alle wieder ganz lieb. War schon länger nicht mehr hier. Hat das alles ganz brav von der Lehne aus beobachtet. Ne? Kleiner Stinkekater. Ja. So, es ist ja nicht weit zum Speicherpunkt. Das schaffen wir also noch. Ne. Kleiner Flauschkater. Ach. Joa, ich trecke dich. So. Da sind wir auch schon. Gleich da. Ich bedanke mich derweil schon mal bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da. Und über Kommentare und Feedback freue ich mich natürlich auch immer gerne, auch wenn das neue Kommentarsystem euch alle abschreckt. Könnt ihr trotzdem machen. Ja, Amy schüttelt sich nochmal. Ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und ja, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns im nächsten Part wieder auf zu neuen Abenteuern. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.